authorities have released footage of the terrorist responsible for the recent attack at the Virility factory. He goes by the name of... Ja, Mike Büttefür auf seinem täglichen Spaziergang durch Fürth. Nicht ganz. Es handelt sich hierbei um DMC, Devil May Cry, das Reboot, also den Neustart der berühmten Capcom-Reihe. Und das hier ist tatsächlich Dante. Krass. Du bist überrascht, würde ich sagen. Ne? Er war beim Friseur. Ja, und hat sich auch noch die Haare irgendwie gefärbt oder so, oder keine Ahnung. Spaß beiseite. Es ist letztendlich sowas wie ein Prequel zu den bisherigen Teilen. Es spielt also vor den anderen Serien-Episoden. Und Dante ist hier noch jünger und sieht einfach mal ganz anders aus. Okay. Aber ich finde es ja ziemlich geil, dass es sozusagen ein Reboot ist, weil meiner Meinung nach war das erste Devil May Cry einfach noch das stylischste und das einfach das Original. Das hatte einfach den meisten Flair, finde ich. Die Serie hat sich so ein bisschen verloren über die Teile, so eine Zeit lang. Das stimmt, ja. Also man will auch eben genau dahin wieder zurück zum Kern, nämlich zum stylischen Gekämpfe. Und da ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, wenn man sich das hier so anschaut. Sehr spannend, das Spiel wird nicht von Capcom selber in Japan entwickelt, sondern von Ninja Theory. Und das sind die Enslaved und Heavenly Swordmacher. Stylish Hard Action nannten sie es, glaube ich, damals beim ersten Teil. Ich glaube, es war noch ein Wort dabei, oder? Stylish Hard irgendwas Action. Oder später kam das dann. Auf jeden Fall war es immer völlig alberne Genrebezeichnungen, die nichts zur Sache getan haben. Okay? Yeah. Was ich sehr cool finde, ist, dass man auch merkt, dass Ninja Theory das Spiel gemacht hat. Zum einen an dieser Farbgebung hier. Das ist schon extrem leuchtend und glühend alles. Das war bei den vorigen Devil May Cry Teilen nicht so. Und was das Kampfsystem angeht, haben sie sich auch an Heavenly Sword tatsächlich orientiert. Denn man kann nun im Kampf mit den Schultertasten umschalten zwischen einer Engels- und einer Teufelsform und das in Kombos einbauen. Und wenn man sich an Heavenly Sword erinnert, da gab es ja auch diese verschiedenen Waffen, die man mit den Schultertasten umschalten konnte. Eine war eine Fernwaffe, eine Nahkampfwaffe und so weiter. Also es ist schon so ein bisschen ähnlich, finde ich. Follow me. Und sehr cool auch ist die Umgebung. Die Stadt heißt Limbo, ist eine fiktive Metropole, die am Anfang noch ganz normal wirkt, dann aber, wie man hier sieht, doch ein bisschen hier den Inception macht und so ein bisschen morpht und sich komisch bewegt und auch eben dann Monster ausspuckt. Also das gefällt mir echt richtig gut, der Stil. An die neue Optik von Dante muss ich mich allerdings erst noch ein bisschen gewöhnen. Ja, das stimmt. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber finde ich richtig cool. Und ich hoffe auch, dass die Serienfans da ein bisschen aufhören mit ihrem Gebäsche, weil die sich natürlich alle furchtbar aufgeregt haben. Es ist nicht mehr Dante und nicht mehr die Japaner, die es entwickeln und so. Und ich finde, man sollte ein bisschen offener rangehen und dem Ding eine Chance geben, weil ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich cool.